weiter geht's mit Dead Space 2. Rocken wir das hier durch. Bis zum bitteren Ende. Mit Geld. Aber wie viel Geld die Gegner inzwischen droppen? Ach nö, das Zeug darf mal fliegen. Ach ne, sieht einfach nur genauso aus wie der letzte Raum. Ja. Der war ja ein Stockwerk höher oder so. Geld? Geld? Verpacktes Geld! Das könnte ein wertvoller Credit gewesen sein. Einfach noch lang schnetzeln, ey. Ja. Gegner krepieren schon von selbst an der Klinge. Ja, verpackt das Geld. Ich glaube, es wird jetzt mal Zeit, die Waffe zu wechseln. Ja. Och. La da 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 da. La di di da di. Das passt gerade nicht zu diesem Spiel. Ich meine, la di di da di. Ich habe gar nicht viel Muni. La da di da. Ich habe gar nicht viel Muni. Gar nicht übertrieben viel Muni. Nee, nee. Nö. Nicht übertrieben viel Muni für eine Waffe. Nee. Sind doch nur 340 Schuss. So. Mehr. 345. Ja, Ist doch nix. Ich könnte damit nur jeden fucking Nico kommen, der töten, der jetzt hier noch in den nächsten 30 Kapiteln kommt. Mhm. Wenn es so viele Kapitel gäbe. Als ich heute Morgen aufwachte, starrte ich auf eine winzige, aber vollständige Version des Markers in einem der Kristallschichtbecken. Ich höre ihn noch immer in meinem Kopf wie ein nachhallendes Lied. Ich weiß, dass die Demenz immer wirken, aber das hier ist etwas ganz anderes. Irgendwas ist ganz schrecklich schiefgelaufen. Und das hier ist dezent groß. Wie viel Geld haben wir eigentlich inzwischen? Auch 45.000. Plus die beiden Halbleiter. Ja? Oh oh. Ich wusste, das ist zu groß hier! Das war so klar, dass da einer kommt. Okay, ich hätte sehr gedacht, dass da jetzt wieder so eine ganze Armee kommt. Dammit, falsche Taste drücken ist falsch. Wow. That dropped it. Rubin-Halbleiter. Rubin? Ich brauche einen Shop, ich will mir große Medikits kaufen. Ja? Nein, nur voll hier. Weil vielleicht könnte der Bossfight hier ja ein bisschen was mehr sein als der im letzten Spiel. Erster Teil. Ja, der war ja immer noch sehr, sehr enttäuschend. Der war eine Lachnummer. Wow, das wiederum sieht cool aus. Ja. Überall laufen Nikros rum.
Projekt Innerer Kern. Wie schön, dass ihr mich auch reinlasst hier. Das Shop. Yay. So, dann wollen wir mal ein bisschen Halbleiter verkaufen. Ach, 64.000. Ja. Mal gucken, erstmal Medikit einnehmen. Ich möchte mich aber voll heilen. Sagte voll heilen. Danke sehr. So, jetzt habe ich 3 mittlere. Es reicht für 7. 7 große kann man sich davon holen. Scheiß jetzt mal auf Anzug wechseln. Wir haben das Geld. So, was auf den Winter jetzt? Ach, wir haben sogar noch Platz. Ja. Dann wollen wir da auch noch die beiden anderen Medikits aus unserem Safe holen. Wir hätten uns natürlich nochmal 2 große holen können. Weißt du wie viel... Hey! Oh mein Gott, ein Textdoc der Unnötigkeit! Enttäuscht von... das war alles. Moment, habe ich noch ein paar Knotenlitz wieder gehabt irgendwie? Ja, ein paar. 2. Hey, sogar genau ein paar, 2 Stück. Okay. Nur was upgraden wir? Mehr als die Rick haben wir nicht mehr. Und das ergibt ja vorher davon. Okay, jetzt wieder dazu. Na, holen wir uns noch einen Knoten. Einfach nur für Innenreserve. Könntest du eigentlich das, was der Gegner letztens getroppt hat, mitnehmen? Oh, Audiolog. Forschungslog 43553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, weil wir sie nie hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf den Minimarker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf Egesin hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert mir sicherlich etwas zu. Das habe ich gebaut. Ach du Scheiße! Das Ding ist riesig! Was machen die? Sie alle kommen zum Marker. Die Konvergenz ist nah. Mark. Die Ärger machen würden, aber diese Kürze wäre nötig. Dass ihr Verstand der reinste wäre. Ich habe Jahre damit verbracht, ihr dementes Hirn zu durchsieben. So hätte es nicht geschehen sollen. Wie sollte das denn vor sich gehen, Titan? Alles unter Kontrolle! Clark, das ist nicht unsere Schuld. Wir waren so nah dran mit dem All die Leichen, die sie hier reinließen. Gestehen, kurz vor einer Konvergenz. Aber wir haben nie mit so vielen Leichen gerechnet. Was soll man mit Konvergenz? Red doch mal Klartext! Wofür erschaffen wurde er? Wofür wurde er denn jetzt erschaffen? Hey, ich hol mir jetzt nicht mal mehr den Helm auf. Aber ich will den Nekros da unten fahren. Maschine? Soll hier hin? Oh. Vielleicht musst du damit interagieren. Aktivieren? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es machen sollte, aber ich mach's einfach mal. Maschine, was sagte. Ich erinnere mich.
Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in denen die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Nee. Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Hey, es wird wehtun, dann geh rein. Hab ich eine Wahl? Schritt 1. Reinkriegen. Schritt 2. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. Miep? Miep, miep? Ich hab Angst. Das muss die Augen drin halten. Was du nicht sagst. Er zuckt zu viel, Isaac. Aber ich meine nur, er sticht sich gleich mit der fucking Nadel ins Auge. Beruhige dich, Isaac, ist nur eine Nadel. Nur eine Nadel? Macht nur kurz Pieks. Es macht nur kurz Pieks! Autsch! Aua! Autsch! Nicole! Wo bist du? Folge dem Licht, Isaac. Ich werde bei Marker auf dich warten. Aber was soll ich tun? Aua? Autsch! Ja, wir sind im letzten Kapitel. Aua! Ernsthaft? Junge, du hast dir mit der Nadel ins Auge gestochen. Nicht mal geschrien oder gezögert oder ge... Was bist du? Was bist du? Ich glaube, das war so ein maximal-pigmentierter Charger. Ich fürchte, ich habe noch eine schlimmere Befürchtung. Yep, es ist ein Recoverer. Dammit! Irgendwie muss ich doch hier weg. Wie... Gen. Starte! Ich muss in Ruhe hacken können. So. So. Du bleibst schön da, ich bin weg. Aber seriously, die Nadel wurde eigentlich so tief reingebohrt, es sollte eigentlich in sein Gehirn reingegangen sein. Ich glaube, das war der Plan dahinter. Snowden. Wofür auch immer. Möchtest du wissen, was passiert wäre, wenn du das mit dem Auge verkackt hättest? Lass mich halt nicht, wäre tot. Ja, dir wäre
dann mit einem riesigen Bohr das ganze Auge rausgebohrt worden. Nicht du schon wieder. Ah, ich brauch dich hier. Komm mal mit hier, Leiche. So, aber weiter geht's zum nächsten Mal. Bis dahin, ja Leute. Ciao.